Sie möchten Wertpapiere auf Ihr FlatEx-Depot übertragen? Hier finden Sie in der Next-Darstellung Ihre Depotnummer. Für Überweisungen auf Ihr Cash-Konto nutzen Sie Ihre IBAN. Diese finden Sie hier. Kopieren Sie einfach diese Angabe in die Zwischenablage für eine einfache Überweisung bei Ihrem Girokonto. In der Classic wird Ihnen unter Service, Bankverbindungen, Ihre Depotnummer und IBAN ersichtlich. Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken.